So, es ist 11.30 Uhr. Ich begrüße jetzt den Jelto Burmann von der Firma Norbit aus Norden. Das ist im Norden. Und der erzählt uns, warum man zur Verarbeitung von LiDAR-Daten nicht unbedingt ArcGIS braucht. Okay, guten Tag. Und wir müssen uns sportlich ranmachen, weil das ist ich muss schnell sprechen. Spannend ist eigentlich der Teil hier unten und müssen wir gucken, dass wir da wirklich schnell hinkommen. Und warum habe ich das angefasst? So vor einigen Jahren, dass so das erste Mal so DGM-Daten oder LiDAR-Daten so diskutiert wurden, dann hatte ich so gefühlt, dass die Welt dachte, das geht nur mit ArcGIS. Und das fand ich blöd, zumal ich wusste, dass das falsch ist. Und das Zweite ist, dass wir für unsere Kunden natürlich, wenn man QGIS mit irgendwas nutzt, die Bordmittel von QGIS ein bisschen rausstellen will. Und da ist ein DGM oder ein Geländemodell eben halt eine spannende Sache. Und ich bin der Meinung, dass man angesichts der Verfügbarkeit von einem DGM 1 Meter Bodenauflösung, ich glaube bundesweit, für nicht großes Geld eigentlich zu dem dahin kommen sollte, dass jedes Bauamt, jeder GIS-Anwender, der heute Luftbilder hat, alternativ auch diese Laserscan-Daten oder diese DGM-Daten hat. Weil das ist, früher hat man gesagt, Luftbilder ist Spielerei, heute würde man sagen, da gehe ich da nicht hin, sondern gucke ins Luftbild. Und jetzt, heute sagen die Leute, Laserscan-Daten ist Spielerei und heute kann ich irgendwo hinpicken und dann weiß ich, welche Höhenwerte ich da habe und welche Geländeformationen ich davor finde, auch wenn das nur ganz flache Hügelchen sind. Und da bin ich der Meinung, das sollte eigentlich jeder haben, zumal es auch einfach zu benutzen ist. Das ist das Programm und wir unterscheiden zwischen dem DGM, das ist das Geländemodell, das ist da, wo das Wasser fließt. Und das DOM, das ist sozusagen, das sind die Hausoberflächen und die Bäume und sowas alles mit drauf. Ich sag mal, der Tiefbauer wird es ja wahrscheinlich ein DGM brauchen und ein Stadtplaner vielleicht mit dem DOM und jemand, der Photovoltaik oder sowas bewegen will, der braucht auch ein DOM. LiDAR, da habe ich nur hingeschrieben, was es tatsächlich ausgesprochen heißt. Wir haben das einmal aus dem Flugzeug, dann nennen wir das Airborne Laser Scanning und dann haben wir das von diesen Geräten, die man einfach hinstellen kann oder die man auf einem Auto hat. Wenn man so Straßenbefahrungen macht, da gibt es so Firmen, die das anbieten. Und dieses hier unten, diese American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, das muss man wissen, die haben da diese Klassen erfunden, die in den LiDAR-Daten drin sind. Und das ist so etwas, wo man als jemand, der das erste Mal mit diesen Dingen beschäftigt hat, vielleicht auf was Neues stößt. Gut, da gehen wir schnell drüber. Der fliegt rum. Und dann haben wir manchmal so an Bäumen oder so, wo der Laserscan die Sachen nicht genau trifft, haben wir zwei Echos. Und was wir auch in den Laserscan-Daten haben, die wir zum Beispiel vom Katasteramt kriegen, ist, dass unterschieden ist, ob das von einem Haus oder von einem Baum oder so weiter reflektiert ist. Diese Klassifikationen werden nachträglich auf die Daten draufgerechnet, aber die gestatten natürlich eine ziemlich interessante Auswertung. Und dann haben wir, wenn wir so einen Satz Daten, den wir vom Katasteramt bekommen, dann haben wir dann haben wir im Prinzip einen Satz Laserscan-Daten und da drin sind dann die ersten Echos und die letzten Echos und Grunddaten und Baumdaten und dann kann man daraus dann für sich die verschiedenen Auswertungen sich gewinnen. So, jetzt waren wir ja vorhin bei den Archäologen hier im ersten Set. Und das ist mal eine Heimatstadt Emden, Stadt mit einem Buchstaben, M. Und wir sehen hier den Kanal und da ist so ein Wald dahinter.
Und eigentlich ist da drunter eine historische Wallanlage und das sieht jetzt schon so ähnlich aus wie eine mittelalterliche Karte. Und das ist jetzt sozusagen eine Auswertung von solchen Laserscan-Daten, wo nur der Grund drin ist. Das ist also das DGM, da sind keine Häuser drauf und keine Bäume und sowas. Und das ist jetzt aufbereitet zu einer TIFF-Datei. Und das ist sozusagen das Erste, was ich hier als mein Credo so quasi sagen würde. Diese Daten kriegt man gut verarbeitet, wenn man die als TIFF-Datei handelt. Und all die Werkzeuge, die hier oben im Kugis auf der Seite drin sind, mit denen man damit geschickte Dinge tun kann, sind auch auf TIFF-Dateien. Und man kriegt das auch schnell angezeigt. So, wenn man jetzt sowas hat, das sieht natürlich nicht schick aus. Da sieht es schon viel schicker aus, wenn man das farblich darstellt. Das heißt, wenn man die Grauwerte in einen Farbkanal umwandelt, wo man so eine entsprechende Palette von Farben kriegt, die das entsprechend darstellen. Und noch viel schicker ist natürlich, wenn man da Ganze noch eine Schummerung drunter hat. So sieht das dann schon richtig gut aus und dann kann man den alten Wall gut erkennen. Und dann hat man das Oberflächenmodell, da kann man die Häuser sehen. Das ist jetzt, das sind die Daten ausgewertet mit First Pulse. Das heißt mit anderen Worten, da habe ich immer die erste Reflexion ausgewertet, damit ich da, wo unter den Bäumen eine zweite Reflexion ist, der mir die Dreiecke da nicht nach unten zieht, sondern dass ich wirklich die Oberfläche kriege. Und hier habe ich die Daten, die eigentlich von der Lieferung her 1 Meter Bodenauflösung haben sollen, aber die haben 4 Punkte pro Quadratmeter und das habe ich jetzt auf 50 Zentimeter gerechnet. Das ist ein kleiner Datenbestand, irgendwie 30 Megabyte oder sowas. Das ist noch nicht so viel. Und dann kann man natürlich noch ein Luftbild drüber legen und dann sieht das schon so ein bisschen wie eine Stadt auch wieder aus. So, die Katasterdaten, die man kriegt, sind klassifiziert. Das heißt mit anderen Worten, die sind nicht einfach so das, was aus dem Laserscanner rausfällt, sondern da hat man tatsächlich ein entsprechendes Post-Processing gemacht. Und da sind also die Bodenpunkte sozusagen erkennbar und Gewässerpunkte und sonstige Bodenpunkte, da sind Vegetationen, verschiedene Vegetationsgeschichten, die haben 4 Punkte pro Quadratmeter und die Genauigkeit ist in der Höhe 15 Zentimeter, das hängt eigentlich nur von der Größe der Auflösung aus. Wenn ich also 50 Zentimeter nehme, dann wird das noch ein bisschen genauer, weil der Laserscan misst schon genau, aber ich habe dann halt die große Fläche und darüber, dass ich dann auf der Fläche eine gewisse Unregelmäßigkeit entsteht, die Ungenauigkeit. So, das ist das, was ich da haben kann, also DGM 1 und dann bis DGM 25 in NRW und in Thüringen sind DGM 1 Daten Open Data. Da kann man sich das so runterladen. Andernorts muss man das kaufen. Ich habe 2 Bundesländer, da wusste ich, dass das für eine Kommune 30 Euro pro Quadratkilometer ist. Aber es geht natürlich so ein bisschen dahin, dass die Daten dann auch in anderen Bundesländern als Open Data kommen. Der Staatssekretär hier aus Sachsen hat ja gestern auch recht vollmundig verkündet, dass die hier daran arbeiten, die entsprechenden Dinge als Open Data zur Verfügung zu stellen. So, man bekommt die Original-Lastdateien. Und wenn man die Möglichkeiten hat, so ein Lasttool zu besitzen, dann kann man sich die Lastdateien runterladen und aus den Lastdateien das Oberflächenmodell, das Geländemodell und vielleicht auch noch andere Dinge abzuleiten, die man so haben will. Man kann sich auch einfach nur das DGM 1 holen. Das kriegt man in einem XYZ-Format, also als ASCII-Dateien. Ich würde davon abraten, sich da Shape-Dateien zu besorgen und das ist einfach für solche Geländemodelle nicht das angemessene Format. Die XYZ-Dateien in Niedersachsen und Thüringen können Sie als Raster in QGIS einbinden oder können virtuelles Raster drauf machen, so wie eine Menge von TIFF-Dateien und können das dann als TIFF-Datei speichern, können Pyramiden draufrechnen.
In NRW muss das ein bisschen umgerechnet werden, auch dazu später. Und die DOM-Daten sind auch so. So, jetzt, wenn wir uns gleich im Anschluss an die ganze Thematik, auf die Thematik schließen, was wir mit den Daten anfangen, vielleicht noch ganz kurz ein Exkurs. Das ist die Untersuchung der Bodenleitfähigkeit. Das sind hier Messwerte. Hier können Sie diese kleinen Striche sehen. Das ist da, wo der, die sind mit so einer, fahren mit zwei Scheiben durch den Boden und messen die Bodenleitfähigkeit. Und die Landwirte, die können aus diesem Bild ableiten, wo sie wie viel Dünger hinschmeißen müssen. Und das, was man dann anschließend, wenn man so ein Bild hat, damit tut, ist das Gleiche, was wir gleich auch mit den Geländemodellen tun. So, dann haben wir sozusagen sonst noch andere rasterbasierte Geländemodelle. Da haben wir DGM 100, habe ich in Mecklenburg-Vorpommern als Open Data gefunden. DGM 200 ist bundesweit Open Data. Dann kann man so LIDAR-Daten von Straßenbefahrungen bekommen. Also wenn man jetzt als Kommune da so eine Google-Dings oben auf, da ist in der Regel ein Laserscanner mit drin und der kann dann auch so Daten erzeugen. Und dann habe ich jetzt auch erst gelernt, was man als fotogrammetrisch bewegen kann. Da haben also heute Morgen die Kollegen von der Archäologie auch noch mal ganz spannende Sachen gemacht. Ich habe da mal gesehen von der Stadt Wilhelmshaven so einen Datensatz, wo man eben aus Luftbildern auch so ein Geländemodell abgeleitet hat und dann entstehen da auch diese LAS-Daten. Und dann gibt es noch das SRTM-Modell, wurde heute auch schon mal referenziert. Das ist das aus dem Space Shuttle-Programm von 1900, irgendwo aus den 70er Jahren. Und heute hat die ESA zwei Satelliten in der Luft, mit denen man auch Höhenmodelle kriegt. Das ist Tandem X. Die Space Shuttle-Daten sind alt und die Tandem X, da gibt es dann sehr wahrscheinlich für jede Location alle 4 Wochen einen neuen Satz, weil die ja das die Welt dauernd scannen. So, wenn ich jetzt so eine Lastdatei angucke, dann wollen wir einfach nur mal gucken, wie unterschiedlich das sein kann. Ich habe hier so kleine Punkte gemacht, wo ich was weggelassen hat. Wir gucken mal da oben. Da gibt es noch ein Ding Intensity. Und das heißt, in so einer Lastdatei kann auch noch drin sein ein schwarz-weiß Luftbild. Das ist quasi die Intensität der Reflexion vom Laserstrahl. Die Entfernung misst er über die Laufzeit und diese Intensität, die kann er auch mit abspeichern und dann habe ich in den Daten auch noch ein Schwarz-Weiß-Luftbild. Dann habe ich die Klassifikation und hier unten sieht man, welche Klassifikationen ich habe. Das ist der Ground oder Road Surface und hier sind nochmal die Reserved für die ASPRS-Definition, da sind die Bäume und sowas alles drin. Und in dem fotogrammetrischen Ding ist nichts klassifiziert, aber der hat noch RGB-Werte. Das heißt mit anderen Worten, da sind in der Lastdatei tatsächlich noch ein komplettes Farbluftbild drin. Das sind die Codes, die Folien kriegen Sie nachher, ich gehe da jetzt drüber weg, weil das merkt man sich eh nicht. Und das ist jetzt in Wilhelmshaven, das ist jetzt sozusagen das Luftbild aus den Lastdateien. Und dann habe ich hier, das ist, weil es ist nicht klassifiziert, das ist also ein Oberflächenmodell, da ist der Boden nicht identifiziert. Und dann wieder die Geschichte und wir haben da auch richtig große Datenmengen, vielleicht mal so als Idee. Und das ist nochmal so ein Bild mit dem 3D-Viewer in Kugis. Das ist dann eine Straßenbefahrung und da kann man dann auch sozusagen mit dem Tool Channel Network and Drainage zum Beispiel sich die Pfützen rausrechnen. Und dann ist das hier eine Bahnbefahrung
Hat die Firma Trimble, die sind 100 Stundenkilometer gefahren, als sie das aufgenommen haben. Das ist von einem Zug aufgenommen, 3 cm Bodenauflösung. So. Ich habe XYZ, Lastdateien und ich möchte TIFF haben. Ich wandle das in Raster um. Wenn ich Glück habe, dann kann ich das einfach virtuelles Raster abspeichern, fertig. Pyramiden machen oder ich habe Lastdateien, dann muss ich die Lasttools benutzen und dafür braucht man leider eine Lizenz. Dann erstelle ich Pyramiden und dann habe ich im Prinzip eine Datei, die ich laden kann und da ist das drin. Da gehe ich jetzt wieder schnell drüber weg. Das ist sozusagen, da sind die Kommandozeilen, wie man das mit der OSGOVW-Shell bewegen kann. In NRW sind beim Geländemodell die Sortierung schief und deshalb braucht man da diese Umsortierung. Und wenn ich ein Layer mit farbiger Schimmerung habe, dann bilde ich mir, dann füge ich den Layer ein, dupliziere den und den ersten von den beiden Layern, der wird auf Schimmerung gesetzt und der vordere wird auf Mischmodus multiplizieren. Das ist sozusagen der Trick, dass man zwei Layer richtig schick angezeigt kriegt, damit das dann anschließend wie einer aussieht. Und den zweiten, den mache ich farbig. Und der liegt durch die Multiplikation entsteht dann dieses farbige Bild, was ich da hatte. So, wenn ich dann so ein Bild habe, dann kann ich einfach mit Info draufdrücken und hab die Höhe im Kanal 1 und da kann ich überall hinklicken und habe überall die Höhe. Oder ich kann mir regelmäßige Punkte erzeugen. Das ist drüben angezeigt, welches Kommando das ist. Und ich kann dann mit vSample die Punkte, die Werte da dran schreiben und dann habe ich so eine Karte. Oder ich kann das FOGIS-Profiltool nutzen. FOGIS-Profiltool und einfach hier eine Linie durchdigitalisieren und dann auf Profil erstellen drücken und dann habe ich so eine Profillinie. Und da macht es manchmal Sinn, hier eine kleine Überhöhung reinzuschreiben, weil man dann sozusagen die Geländedifferenzen besser sehen kann. Das ist jetzt ganz kurz das Space Shuttle, da gehe ich schnell drüber weg. Das ist übrigens das, was untergeht, wenn 70 Meter Meeresspiegel wegen Klimawandel. Das sind 1,9 Gigabyte. Aus den SRTM-Daten kann man natürlich auch ganz einfach Höhenlinien abreichen, Contours oder Contour-Lines. Der Befehl im Saga, in QGIS. Und hier habe ich dann nochmal auf die Wasserleitung die Höhen drauf gerechnet. Und man sieht dann, das sind ungefähr 200 Meter Unterschied, Höhenunterschied in dem Wasserleitungsnetz, das entspricht einem Druckunterschied von 20 Bar. Das ist schon spannend und da kann man schon auch als Wasserleitungsbetreiber so ein bisschen Info draus ziehen. So, die Höhenlinien habe ich gerade schon erwähnt. Die Dachneigung, das geht wieder mit dem mit diesem Channel Networks Modul und ich habe hier jetzt das Raster abgeschnitten, wo die Häuser nicht sind. Und die gelben Farben sind Süden und Südosten und Südwesten. Das sind die Photovoltaik-interessanten Flächen. So, dann habe ich, gehe ich gleich hier hin, habe ich gleich vom NLWKN bei uns, die befliegen die Inseln. Und das ist jetzt also die Insel Norderney. Und was da so ein bisschen durchscheint, ist Alkis. Da sind die beiden Layer auf Multiplizieren gesetzt, sodass dann auch die Alkis-Daten mit durchscheinen. Und dann ist der Strandbereich. Und diesen Strand, da habe ich auch nochmal Daten von 2 Jahre später. Und da habe ich die jetzt gemeinsam abgeschnitten. Und dann habe ich die voneinander abgezogen und das ist die Differenz und da wo es rot ist, da ist Sand verloren gegangen und da wo es blau ist, hat sich der Sand angetragen. Gucken wir uns ein bisschen genauer hin. Man sieht das hier an den
Dünen, dass man also die Hauptwindrichtung aus Westen, vorne werden die hier an dieser Düne, vorne ist das Rote, da ist das weggetragen und hinten dran im Windschatten lagert sich der Sand wieder an. Und dann kann man noch über diese Geschichte natürlich nochmal ein Profil rechnen. Aber was vielleicht viel spannender ist, dass man natürlich auch das Volumen ausrechnen kann und dass man da 1,5 Millionen Kubikmeter Sand hin und her geflogen sind und verpacke das auf LKWs. Und dann käme man und stelle die alle schön hintereinander, dann käme man von hier bis nach an die dänische Grenze ungefähr mit LKWs. So viel Sand transportieren Wind und Wellen da. So, und jetzt noch die Satellitendaten. Da verweise ich auf den Kollegen Ströbel heute Abend. Und wir gucken uns noch einmal kurz das live an. Und ich habe hier jetzt ein Surface mit 8 GB. Und ich zoome mich da mal rein. Na? Und dann habe ich hier gezeigt, dass das auch wirklich vernünftig flutscht und ich denke, das sind irgendwie knappes Gigabyte Daten, die ich da dran habe. So, und dann müsste ich eigentlich ziemlich genau in der Zeit sein. Vielen Dank für diesen schnellen Rundflug durch die Laserscan-Daten in Kugis. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Es ist an. Wunderbar, danke. Meine Frage ging dahin, die beiden Erweiterungen, einmal das FOGIS Pro Profil Tool und die Channel Networks, sind das allgemein verfügbare QGIS Erweiterungen oder sind das auch lizenzpflichtige Dinge? Nein, also ich habe nur das Last Tools ist, da ist auch eine freie Version, die produziert aber so eine Hecke immer so diagonal durch. Das kann man benutzen, das geht auch, aber die ganzen anderen Sachen sind in dem Processing, in der Processing-Leiste drin. Und da benutze ich lieber die Dinge im Saga als die Dinge im Gras. Ich persönlich. Das gibt bestimmt hier im Haus andere, die das anders sehen. Das Channel Networks zum Beispiel ist in dem Saga-Tool drin. Die Contour Lines ist in dem Saga-Tool drin. Das Profil Dings ist im Saga drin und das V-Samples, das war nun im Gras, also nur mal, damit man das sieht. Und das Profil-Tool, das ist eine Erweiterung, die man über die Erweiterung laden muss und das heißt FOGIS, Vogel, V-O-GIS und das ist eine Erweiterung, die in Österreich im Kreis da irgendwo am Vorarlberg oder so erstellt wird da. Gibt es weitere Fragen? Dankeschön erstmal für den interessanten Vortrag. Jetzt ist es an, gut dann. Die Frage ist, wie ist die Prozessionsgeschwindigkeit? Kann man das irgendwie auf 10 Millionen Punkte oder haben Sie da irgendwie so eine Aussage, weil das ist schon was. Also mich die. So Also vielleicht mal so als Idee, das Ding, was ich von Trimble gekriegt habe, diese Lastdatei, diese Bahnlinie, das sind 60 Millionen Punkte, das sind 2 Gigabyte und das hat irgendwie so 10 Minuten oder so gebraucht. Dieses hier, das waren irgendwie 200 Dateien, die habe ich dann, das habe ich zu Hause gemacht, da habe ich dann nicht geguckt, aber das kann schon mal eine Stunde gedauert haben. Aber wenn Sie die TIFF-Datei mit den Pyramiden haben, ist das die Geschwindigkeit, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe. Haben wir noch weitere Fragen im Publikum? Dann danke ich dem Herrn Burmann nochmal ganz herzlich. Und